Herr Hornreich, wir bleiben in den USA und schauen uns mal die Aktie von Apple etwas genauer an. Wir sehen hier fast ein Minus von 3%. Wie geht es denn hier charttechnisch jetzt weiter? Ja, also ich habe die letzten Tage immer gesagt, für mich ist die Aktie ein Kauf. Dieser Aufwärtstrend ist beendet. Das Verkaufssignal hier aktiv durch die Verluste, die wir gestern sahen, ist, glaube ich, die kurzfristige Aussicht auf eine Erholung erstmal dahin. Ich würde erstmal aussteigen, sozusagen den Stopp ziehen und mich auf die sichere Seite bewegen. Also momentan muss man den Wert, glaube ich, wieder meiner ursprünglichen Einschätzung nicht haben. Also die Verluste muss man realisieren und einfach erstmal abwarten, was denn passiert mit dem Gesamtmarkt. Apple selber hatte noch ein bisschen Probleme mit den letzten Updates zu Apple Music. Also da hat man, glaube ich, größere Probleme. Und ich habe schon erste Stimmen gehört, die fluchen ohne Ende. Und das kann der Aktie erst kurzfristig auch erstmal nicht unbedingt gut tun. Insofern, ja, erstmal raus.